So, und wieder was Süßes, was es eigentlich nicht in Deutschland gibt. Das glaube ich mal wieder. Ja, Hund, alles ist gut. Für England hergestellt worden ist. Das sind Cadbury Double Decker. Haben, glaube ich, gekostet. Lasst mich mal überlegen. 3,99 € für 8x4 Stück. Ich habe jetzt natürlich auch kein Messer irgendwie am Start. Ist ja logisch. Also müssen wir es brutal einfach nur aufreißen. Dann machen wir das einfach. Was soll der Geiz? Wir sind ja nicht so. So. Hier sind sie. Cadbury Double Decker. Double Filled Bar. Hergestellt für England wie immer. Habe ich mir bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Die haben immer, die kaufen überall irgendwelche Lebensmittel auf, in allen möglichen Ländern scheinbar, wo das Haltbarkeitsdatum, also hier ist das Haltbarkeitsdatum jetzt bis zum 13.12.18, also da muss ich richtig gut essen, würde ich sagen. Oh Mann, vielleicht kann ich die auch an meine Arbeitskollegen verteilen, so sieht der Riegel aus. Ja, so, mal gucken, ob sich der lohnen würde. Okay. Meine Güte. Was ist da drin? Das schmeckt wirklich interessant. Diese Nuss-Crispy-Teile sind jetzt ein bisschen, sind nicht so meins. Aber, wie soll man das beschreiben? Ich könnte auch jetzt nichts Vergleichbares finden, was ich weiß es nicht. Oh Hund, nervt doch nicht. Das ist übrigens mein Hund hier, dieses kleine Etwas hier, ja genau das. Also, ich weiß es nicht, diese Creme, Milchschokolade, was muss, ja, dieses Nougat, ja, das soll ein Nougat sein, aber von der Konsistenz her schmeckt das eher, ist das eher wie wenn ein, wie heißt es, wenn ein Mohrenkopf, heißt es Mohrenkopf, alles andere darf man ja nicht mehr sagen, wenn der ein bisschen älter ist und das nicht mehr so fluffig drin ist, sondern eher ein bisschen fester, so ist das von der Konsistenz her. Na, aber genau so ist es von der Konsistenz her, nur mit leichtem Nougat-Geschmack. Okay. Das ist jetzt nicht so meins. Das brauche ich nicht. Und ich habe leider 8x4 Riegel davon. Die werde ich wohl an meine Arbeitskollegen verteilen müssen. Weil ihr, hallo Hunde, ihr dürft die nicht essen. Was hast du denn mit deinem Ohr gemacht? Gut, nice. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Falls ihr, upsala, das war mein Hund, oh nein. Falls ihr noch Bock auf irgendwelche Videos habt oder was man mal probieren soll, schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir einen Daumen nach unten, alles ist willkommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann.